Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück hier zum Part Nummer 73 Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword HD auf der Nintendo Switch hier auf meinem Kanal. Ja, wenn ihr neu seid auf dem Kanal, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und ein Like, wenn euch das Video gefällt. Ja, wir sind das letzte Mal hier angekommen und wir müssen hier jetzt rein und anscheinend gegen den Todbringer antreten. Das heißt, das werden wir jetzt auch direkt einmal machen. Ja, ich habe gespeichert und Fei kommt hier auch nochmal. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Wenn du hier weitergehst, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht mehr zurückkehren kannst, ohne den Kampf beendet zu haben, bei 100%. Das heißt, man muss erst den Kampf beenden hier. Das scheint auf jeden Fall der finale Kampf zu sein hier. Okay, okay, okay. Fühlst du dich bereit für den Kampf? Yes, Herzen sind aufgeladen. Tränke habe ich noch zwei mit und eine Fee. Gebieter, ich bin immer bei dir. Gebieter, viel Glück. Ja, ich denke mal, das werden wir auf jeden Fall brauchen. Da wir jetzt anscheinend den finalen Kampf antreten hier gegen den Todbringer. Welcher übrigens sehr, sehr cool aussieht, wie ich ja schon im letzten Part sagte. Du bist wirklich gekommen? Du scheinst es tatsächlich ernst zu meinen, Menschlein. Ja klar, was dachtest du denn? Sieh dich gut um. Das ist das Letzte, was deine Augen je erblicken werden. Jedenfalls sehr episch. Ich hasse die Götter. Endlich habe ich meine Kraft zurück. Ich werde dich zermalmen. Wie lange wirst du wohl vor mir bestehen können? Sei so gut und sterb nicht sofort, ja? Von nun an erzittert die Welt unter meiner Herrschaft. Ich werde jeden, der es wagt, die Hand gegen mich zu erheben, auslöschen. Ja, ich bin schon sehr gespannt, wie der Kampf wird. Ich denke mal, das wird sehr schwierig. Und die unendliche Macht. Wenn ich erst das Triforce habe, dann gehört diese Welt den Dämonen. Ja, das heißt, verlieren dürfen wir auf jeden Fall nicht, sonst... Ja, herrschen die Dämonen. Der Todbringer hier. Okay, okay, okay. Ja, dann schauen wir mal an. Auf jeden Fall hat er ja auch ein Schwert. Erstmal muss er natürlich schauen, was für eine Taktik er hat. Die Welt hier übrigens, die Zwischenweltendämme sind, ist auf jeden Fall nice gemacht. Schauen wir mal. Ah, greift schon an. Übrigens, was mir jetzt gerade auffällt in diesem Moment, ich hätte mir auf jeden Fall noch ein Schild holen sollen. Vor diesem Part hier, glaube ich, oder? Oh mein Gott. Gut, bis jetzt ist es noch okay. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen ohne Schild. Wenn er jetzt zuhaut, könnte das schwierig werden. Ja, zumindest habe ich ihn auch schon ein paar Mal getroffen. Ah, gefährlich. Und zum Glück habe ich Tränke und eine Fee mit noch. Na, immerhin treffe ich ihn ein, zweimal, wenn er zuhaut. Ah, gefährlich. Mit Schild wäre das natürlich besser gewesen. Ja, ich kann ja nur versuchen, immer weiter drauf zu hauen, würde ich jetzt sagen. Oh mein Gott. Aber er zieht auf jeden Fall gut was ab. Wir haben schon einige Herzen verloren. Wie gesagt, mit Schild wäre es auf jeden Fall besser. Ich kann natürlich auch... Ach, Strahl kann ich auch... Himmelsstrahl kann ich hier gar nicht anwenden, okay.
Also eigentlich am besten, wenn er gehauen hat. So wie gerade eben nochmal draufmetzeln haben. Ja, super, eben wurde er. Ah. Glaube ich, würde erstmal sagen, ich nehme erstmal einen Trank ein. Ja, super, was war das? Das war jetzt gar nicht gut. Oh mein Gott. Was macht er jetzt für eine Taktik? Die gefällt mir gar nicht. Ohne Schild sehr gefährlich. Aber ich habe ja zum Glück die Fee noch. Ich glaube, ich würde sagen, ich hau einfach weiter drauf, oder? Okay. Anscheinend haben wir ihn jetzt das erste Mal. Und er wird sauer. Und hat jetzt ein Blitzschwert. Oh mein Gott. Ja, da kann man dann nur immer schön weiter draufmetzeln. Aber da hätten wir auf jeden Fall gerade einen Fangstoß machen können irgendwie. Oh mein Gott. Jetzt haben wir schon zwei Tränke eingenommen. Oh mein Gott. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwer hier gegen. Ohne Schild sowieso. Oh mein Gott. Ja, super. Wenn ich sein Schild treffe, das ist gar nicht gut. Ich könnte natürlich auch mal eine Bombe setzen. Ja, zum Glück habe ich die Fee, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall noch schwieriger. Ohne Schild, wie gesagt, ist das sehr, sehr ärgerlich. Das ist mehr als ärgerlich ohne Schild. Ich weiß auch gar nicht, wie ich treffen soll. Das ist sehr ärgerlich. Ja, super. An seinem Schwert, immer wenn ich dagegen komme, verliere ich natürlich auch Energie. Ja, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Vor allem ohne Schild, wie ich schon sagte, möchtest du das Spiel fortsetzen. Yes, wollen wir auf jeden Fall. Ich würde es natürlich gerne weiter versuchen gegen. Jetzt muss ich mal schauen, die Tränke sind alle leer. Normalerweise könnte ich doch jetzt eigentlich den Save State laden, oder? Weil dann wären die Tränke zum Beispiel wieder da. Ich müsste aber auch so oder so nochmal zum Wolkenhort zurück. Ja, aber wir brauchen auf jeden Fall ein Schild, würde ich jetzt sagen, hier an der Stelle. Ohne Schild wäre das, glaube ich, gegen den, ja, noch schwieriger, beziehungsweise haben wir jetzt ja gerade gesehen, das wird auf jeden Fall nichts werden. Das heißt, ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal zurück. Ja, nochmal zum Wolkenhort, dann holen wir uns nochmal ein Schild in dem Sinne. Ich glaube, der wird mächtig schwierig. Ja, mit Schild könnte das klappen. Da können wir zumindest die ersten Angriffe so ein bisschen abwehren. Ja, ich überlege mir gerade so eine Taktik, vor allem wenn er diesen Stromschwert-Dingens hat. Können wir überhaupt zurück? Ja, das können wir. Übrigens, hier Impa und Balu stehen hier auch noch. Schauen wir mal, was die jetzt schnacken. Habe keine Angst, Zelda geht das gut. Sie schläft da hinten in der Kammer. Dass der Todbringer erneut erwacht ist, nun liegt es in deinen Händen. Gib alles, Link. Ja, das können wir uns natürlich nochmal schnell anhören hier. Puh, das war nun wirklich knapp. Da kannst du wirklich von Glück reden, dass du mich hast, stimmt's? Mach dir keine Sorgen um Zelda, ich passe auf sie auf. Du solltest dich währenddessen um den Todbringer kümmern. Zeig's ihm. Ich zähle auf dich, Link. Ja, ohne Schild, wie gesagt, ist das ein bisschen ärgerlich. Deswegen reisen wir jetzt nochmal ein bisschen in die Gegenwart. Ja, füllen nochmal die Tränke auf. Würde ich jetzt sagen. Aber schon mal nice, so sind wir zumindest jetzt das erste Mal gegen ihn angetreten hier. Mütterchen steht sogar hier in der Gegenwart. können wir von hier eigentlich reisen? Nee, von hier können wir noch nicht reisen. Dann müssen wir von draußen, von der Statue da ins Wolkenmeer. Ja, und ein Schild, wie gesagt, werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal holen. Ja, und dann werden wir noch einen weiteren Anlauf versuchen. Ich glaube, das könnte noch sehr, sehr schwierig werden.
Das heißt, sehr schwierig, mega schwierig. Das habe ich jetzt ja gerade eben am eigenen Leib erfahren hier gerade. Vor allem ohne Schwert ist es ja noch heftiger. Aber ich glaube, das Schwert, sage ich gerade, das Schild. Ja, das Schild wird er aber auch sehr schnell zerstören. Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist natürlich sehr ärgerlich. Wenn er zu schwer wird beim zweiten Anlauf, muss ich ihn auf jeden Fall schaffen. Aber spätestens beim dritten Anlauf. Ja, aber bei dem Save State habe ich auch kein Schild. Wenn ich den jetzt geladen hätte, ja, wären wir da trotzdem ohne Schild. Das heißt, ich hätte allgemein so oder so zurück zum Wolkenhort reisen müssen, da ich allgemein kein Schild mit habe. So, dann schauen wir mal. Was mir gerade einfällt, bei Terris Laden war auch noch so ein Herzteil. Ja, das machen wir alles in den Bonusparts, wie gesagt, auf Twitch dann demnächst. Ich würde sagen, erstmal hau ich hier die Tränke. Einmal voll. Yes, in dem Sinne. Yes, wollte ich sagen. Yes. Ja, immer her damit. Wollen wir alle voll machen, die Flaschen. Ja, 4 Stück haben wir jetzt ja. Was natürlich sehr, sehr gut ist. Das muss ich mal kurz schauen. Haben wir alle voll? Ne, eine können wir noch. Na gut, jetzt habe ich die Fee zwar nicht mehr, aber das bleibt ja gleich, ob ich jetzt Tränke habe oder Fee. Da wir halt nicht sterben, muss ich immer rechtzeitig die Tränke einnehmen. So, und ein Schild brauche ich natürlich auch wieder. Das heißt, ich möchte natürlich das gute Schild hier wieder haben. Das Heilige, 500 Rubine kostet es jeweils immer, okay. Das ist ja auch krass. Jetzt habe ich das einmal verloren, dann kostet es jedes Mal 500 Rubine. Ja, ist natürlich auch ein bisschen ärgerlich, würde ich jetzt sagen. Weiß nicht, soll ich hier die Tränke verbessern? Was haben wir hier denn? Das Zeugs hier. Das ist, hier ist ein Wundertrank. So großartig ist, bekommst du nirgendwo. Schmiere ihn auf dein Schild, um ihn zu reparieren. Ach, so kann man sein Schild hier reparieren. Und 4 Herzen werden auch aufgefüllt. Okay. Das ist ärgerlich. Ich würde sagen, doch. Ich würde sagen, ich trinke jetzt einen Trank. Und nimm auf jeden Fall hier einmal einen Wundertrank mit. Yes, sehr gerne. Weil der würde unser Schild ja wieder reparieren, was natürlich sehr, sehr nützlich ist. Ja, okay. Das heißt, Wundertrank und 3 normale Tränke. Und Schild haben wir jetzt natürlich wieder mit. Ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt, ob ich das denn überhaupt schaffe. Ich würde sagen, ich setze mich hier nochmal kurz hin. Und er sagt hier so noch was. Hihihi, na kleiner Mann, du scheinst dich ja mächtig ins Zeug zu legen. Soll ich dich auf ein Getränk einladen? Ach, das kenne ich auch noch gar nicht hier. Machen wir mal gerne. Das wollte ich hören. Also dann, hoch die Tassen, Jungspund. Das habe ich auch noch gar nicht gesehen hier. Okay, nice. Dieses Gebräu hier ist ja fantastisch. Richtig lecker und fruchtig. Ich werde dir einen guten Rat geben, kleiner Mann. Also hör mir jetzt gut zu. Hast du denn schon einmal einen dieser Ausdauertränke getrunken? Die gibt es im Trankladen zu kaufen. Diese Wunderdinger sorgen dafür, dass deine Ausdaueranzeige viel langsamer abnimmt. Toll, oder? Ah, okay. Ja, hatte ich auch noch gar nicht gekauft eigentlich. Du denkst jetzt bestimmt, dass du ihn nur dann einsetzen kannst, wenn du eine lange Strecke laufen möchtest. Weit gefehlt. Auch andere deiner Aktionen wie die Wärmelattacke verbrauchen Ausdauer. Also ist dieser Trank wirklich nützlich. Ja, stimmt. Da hat er natürlich recht. So, Herzen haben wir aufgefüllt. Ja, das war auf jeden Fall auch nochmal nice. Gerade hier die Szene mit ihm. Aber ich würde sagen, wir reisen natürlich direkt wieder zurück. Ja, zum Todbringer. Und werde den zweiten Anlauf mit Schild dieses Mal versuchen. Ich muss das Schild natürlich noch ausrüsten, sehe ich gerade. Und ich hoffe, dass wir ihn auf jeden Fall schaffen. Wenn nicht, wäre das ärgerlich.
Aber ich denke mal schon, jetzt habe ich ein Schild, das müsste klappen. Man muss natürlich die Taktik studieren. Ja, und wenn man ihn natürlich so ein bisschen drin hat, die Taktik und so von ihm, denke mal, dann wird das was. Ja, nach dem Let's Play, also nach diesem normalen Let's Play, was ich auch schon im letzten Part oder in den vergangenen Parts erwähnt hatte, ja, werde ich auf jeden Fall auf Twitch livestreamen, das heißt die Bonus-Parts nach dem normalen Let's Play werden auf jeden Fall live kommen auf Twitch und da holen wir natürlich auch die restlichen Herzteile dann noch, ja, und werden natürlich auch diesen Boss-Rush beim Donnerdrachen Ranel nochmal machen, so dass wir dieses Schild bekommen. Ich denke mal, das ist das Master-Schild irgendwie. Ich weiß es nicht mehr genau, wie man das nennt. Ne, das Hylia-Schild, ne? Das kriegt man da dann ja. Ja, da hat der Trisomat 3000 uns nochmal drauf aufmerksam gemacht in den Kommentaren, was natürlich sehr, sehr nice ist. Ja, das werde ich alles mit in die Bonus-Parts reinnehmen. Wie gesagt, ja, und sobald wir hier eigentlich den Endboss besiegt haben, endet das normale Let's Player in dem Sinne. Und alles weitere, wie gesagt, kommt dann in den Bonusparts im Livestream auf Twitch auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal. Der ist auf jeden Fall sehr hartnäckig gewesen. Jetzt mit Schild ist es natürlich nochmal ein bisschen besser. Den muss man auf jeden Fall ein bisschen trainieren hier. Den Todbringer. Aber er ist auf jeden Fall, muss ich dazu sagen, ja, sehr geil umgesetzt, also sein Aussehen und so ist sehr, sehr cool gemacht hier. Ich hätte nicht gedacht, dass der Verbande sich so dann noch, ja, als Todbringer so entpuppt am Ende. So, jetzt setze ich aber nochmal natürlich hier ein Save State, beziehungsweise einen Speicherpunkt und bete nochmal an der Statue. So, das heißt, der zweite Anlauf, jetzt muss ich erstmal schauen, ich würde sagen, hier rüste ich, was rüste ich hier auf, Pfeil und Bogen habe ich 4 Pfeile mit, ja, da kann ich ihm ja eh nichts mit anhaben, ne, mit den ganzen Itemwaffen hier und so, denke ich mir jetzt zumindest, ja, das heißt, wir treten erneut gegen ihn an hier, ja, den Text hier, das kennen wir natürlich alles schon, ja, sind wir auf jeden Fall bereit für, das heißt, das können wir alles überspringen. So, dann schauen wir mal beim zweiten Anlauf. Jetzt habe ich ja mein Schild dabei. Was natürlich schon mal ein bisschen besser ist. So kann ich ja einige Schläge natürlich abwehren. Und das hier würde ich sagen, können wir natürlich gleich überspringen. Hier übrigens Abbruch auf Minus. Machen wir einmal. Das kennen wir alles, haben wir gesehen. So. Dieses Mal mit Schild. Muss natürlich immer nur schön abwehren. Oh mein Gott. Ja, und einen Trank haben wir ja mit zum Reparieren. Oh mein Gott, jetzt hat er mich auf jeden Fall einmal getroffen. Wow, jetzt hat er gleich zweimal zugehauen, okay. Aber da muss man echt schauen. Okay, er hat wieder zweimal. Da muss ich immer ein bisschen aufpassen. Aber mit Schild schon mal ein bisschen besser. Oben links sehe ich ja übrigens die Schildanzeige. Muss er natürlich trotzdem aufpassen. Ja, super. Aber ich muss auch schauen, dass ich ihn irgendwie treffe. Er ist auf jeden Fall schwierig. Ich sehe gerade, das Schild lädt sich gerade wieder ein bisschen auf eben. Ach, das lädt sich automatisch auch ein bisschen auf wieder, sehe ich gerade. Okay, okay. Ah. Geh weg. Oh mein Gott. Ja, beim zweiten Schlag schaffe ich das meist nicht. Das Abzug. Ja. Wären. Oh mein Gott. Der ist wirklich schwierig. Gar nicht gut. Ich nehme erstmal einen Trank, würde ich sagen, oder?
Ja, super. Dann kommt er natürlich gleich hinterher hier. Ah, jetzt habe ich mein Schild weggemacht. Glaube ich, metzel einfach erstmal wieder weiter drauf. Oh mein Gott, das könnte auch richtig schwierig werden. Auch wenn ich das Schild jetzt habe, wird das schwierig. Man kann ja nur weiter drauf metzeln und schauen, dass man... dass man ihn irgendwie kriegt. Aber Schild, oh mein Gott. Sollte erstmal schauen, dass ich eventuell gleich Wundertrank nehme. Nee, lieber doch nicht. Das Schild repariert sich ja wieder. Dann müssen wir erstmal ein bisschen abwarten. Okay, okay, okay. Super, wenn ich hau, dann schützen möchte. Ah, ich muss wieder ein bisschen aufladen, sehe ich gerade. Und eventuell auch gleich die Herzen nochmal wieder aufladen. War gefährlich, gefährlich, gefährlich. Oh mein Gott. Man darf auch, glaube ich, nicht zu weit wegrennen. Ah, jetzt kommt er nämlich so hinterher gerannt. Könnte sehr, sehr schwierig werden. Oh mein Gott. Okay, gefährlich, sehr gefährlich. So, jetzt haben wir ihn zumindest erstmal wieder so weit. Jetzt wird er natürlich noch schwieriger durch seinen, ja, Blitz bzw. Elektroschwert. Das wird auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen anspruchsvoller. Und er kann irgendwie sein Schwert aufladen. Ah, ich kann das auch. Nice. Ach so. Ah, okay, okay, okay. Das heißt, wenn er das macht, kann ich das auch machen. Beziehungsweise eben konnte ich das. Ah, nein. Gefährlich. Sehr gefährlich. Jetzt habe ich gerade wieder mein Schwert gerade eben aufladen können durch die Blitze. Ah, okay, okay. Das heißt, immer wenn die Blitze kommen, ja super, wenn er mich aber kriegt, ist das ärgerlich. Das ist gar nicht gut. Jetzt überlege ich gerade, wie kann ich ihn am besten ausweichen. So könnte ich natürlich immer rumspringen. Aber ich müsste ja schon wieder Energie einnehmen. Sonst wäre das nichts. Okay, schauen wir mal, dass ich... Ja super, wenn ich mein Schwert hochhalte, dann kommt er so angerannt. Okay, okay, okay. Das ist gefährlich. Aber da braucht man wirklich... Okay, wenn ich dann beiseite springe, kriegt er mich trotzdem. Gar nicht gut. Ich glaube, ich werde nicht schaffen. ich könnte höchstens abwehren. Ja, super. Jetzt ist das Schild auch noch kaputt gegangen. Och nö. Aber krass, man kann auf jeden Fall sein Schwert mit dem Blitzen aufladen. Das heißt, die Taktik habe ich schon mal so einigermaßen drinne. Wollen wir fortsetzen? Nö, ich mache jetzt auf Nein. Möchtest du wirklich beenden? Ja.
Weil wir haben ja ein Safe State gesetzt und dann könnte ich direkt weiter gegen ihn antreten. Wenn wir jetzt mal zurückschauen, hier ist das Safe State. Das heißt, da habe ich auch die Tränke und mein Schild wieder. Ja, das heißt, da werden wir natürlich alle guten Dinge sind drei gleich nochmal direkt gegen ihn antreten. Ja, ich habe es mir schon gedacht, dass das Finale hier auf jeden Fall schwierig wird. Ja, das kennen wir alles, das können wir überspringen. Also beim zweiten Mal mit dem Blitzen, Schwert hochhalten. Und wenn er so angerauscht kommt, das macht er ja, wenn ich mein Schwert hochhalte. Ja, dann muss ich auf jeden Fall den Schild, irgendwie das mit dem Schild ein bisschen besser hinkriegen. Auf jeden Fall war das schon mal nice. So, das können wir auch wieder überspringen hier. So, schauen wir mal. Das heißt, der dritte Anlauf, alle guten Dinge sind drei. Ja, super. Man kann ja hier ohne Ende versuchen, ihn zu treffen. Ah. Das ist echt schwierig gemacht. Oh mein Gott. Ja, am besten schön draufmetzeln, würde ich sagen, oder? Und natürlich immer schön mein Schild. Mit dem Hinterkopf behalten. Aber wenn man zuhaut, dann kann man das Schild, ja, nicht so leicht verwenden. Ich glaube, ich metze da einfach so drauf, habe ich mir gerade so gedacht. Das klappt sogar teilweise. Muss man mal schauen, dass ich immer ein bisschen Abwehr. Gefährlich. Auf jeden Fall muss ich schon bald den ersten Trank einnehmen, aber ich, ja, hab ihn gleich. Zumindest schon mal bei der Szene, wo wir eben waren. Der ist echt gefährlich. Okay. Super, den zweiten Schlag kriege ich meist nicht hin zum Abwehren. So, jetzt haben wir ihn zumindest einmal wieder. Das heißt, das können wir überspringen, der geht gar nicht. Ich müsste auf jeden Fall jetzt erstmal einen Trank schon mal einnehmen, würde ich sagen. So. Gefährlich. Jetzt habe ich ihn auf jeden Fall wieder einmal. Okay. Das heißt. Okay, wenn er Blitz auflädt, ist das wieder gefährlich. Da muss er natürlich wieder schauen. Kann das Schwert auf jeden Fall ganz leicht hochhalten. Er richtet sogar sein Schwert genauso wie meins. Ah! Gefährlich. Das ist sehr, sehr gefährlich. Nein, ohne Schild. Oh mein Gott. Haben auf jeden Fall kein Schild mehr. Was die Sache natürlich wieder ein bisschen schwieriger macht. Ja, super. Ich hätte auf jeden Fall gerade eben meinen Tankstoß wieder machen können. Oh mein Gott.
Das ist überhaupt gar nicht gut. Okay. Hä, wieso ging das gerade mit dem Punkschuss nicht? Boah, das kann doch nicht sein, oder? Das ist sehr gefährlich. Wenn jetzt weitermacht. Ah, okay. Ja, super. Jetzt kriege ich das hin und er kann sich befreien. Man kann nach hinten ausweichen. Okay. Ja, super. Also man kann auf jeden Fall ausweichen. Wenn er so angejumpt kommt, so jetzt nach hinten. Dann kann man auf jeden Fall ausweichen. Aber ich habe es wieder nicht geschafft. Das dritte Mal nicht. Ja, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ich würde aber sagen, an den Fortsetzen wollte ich eigentlich nicht. Ich werde es natürlich nochmal versuchen. Dann muss ich jetzt ja hier aus dem Menü irgendwie raus, ne? Ja, das ist natürlich sehr ärgerlich, aber der ist wirklich schwierig gemacht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Kann man hier irgendwie aus dem Menü raus? Obwohl da unten sind Optionen, ne? Ich würde gerne ins Hauptmenü zurück von hier aus. Geht das eigentlich? Keine Ahnung. Ja, das ist natürlich sehr ärgerlich, dass ich es wieder nicht geschafft habe. Aber ich wusste nicht, dass man ausweichen kann nach hinten. Was natürlich auch, ja, gut ist zu wissen. Speichern und beenden. Ich könnte natürlich speichern und beenden auf einem anderen Save State. Mache ich das so erstmal. Und lade erneut den Spielstand, würde ich sagen. Und versuche es jetzt noch ein letztes Mal in dem Sinne. Ja, wir werden natürlich dann den Spielstand hier laden, wo wir alles wieder haben, Schild und so. Und ich weiß jetzt ja, dass man nach hinten ausweichen kann, was natürlich sehr, sehr gut ist. Das heißt, ja, noch einmal gegen den Todbringer. Der ist wirklich sehr, sehr heftig in dem Sinne. Hätte ich nicht gedacht, dass der Endgegner so schwer wird. Ja, aber schauen wir mal. Der nächste Anlauf. Und wir wissen jetzt ja, wenn ich nach hinten springe, dann kann ich auf jeden Fall ausweichen. Wenn er so angejumpt kommt mit seinem Blitzschwert. Ja, muss man trainieren. Aber es wird immer besser. So, jetzt haben wir auch unser Schild wieder hier. Das heißt, wäre es natürlich schön weiter versuchen nochmal hier. Ja, super. Aber so treffe ich ihn schön oft. Er zieht mir zwar immer ein Herz ab. Aber ich metze ihn schon mal ganz gut. Ja, das ist natürlich nicht gut. Ich könnte natürlich auch öfters aufpassen, dass er mich nicht kriegt. Oh mein Gott. Wenn er das macht, kann ich ihn auf jeden Fall rechts hauen eigentlich. Ich glaube, das wird noch ein bisschen schwieriger hier. Aber erstmal muss ich ihn wieder so kriegen, dass er seinen Blitz gleich Dings wieder hat hier. Dann würde ich sagen, lade ich meine Energie gleich nochmal wieder auf. Super. Ich würde sagen, ich lade die schon mal jetzt einmal auf. Okay. So, jetzt haben wir ihn zumindest das erste Mal wieder und ich weiß jetzt halt, dass ich ausweichen kann nach hinten. Was wir eben noch nicht wussten. So, schauen wir mal. Super, jetzt habe ich abgewehrt.
Man muss dann nur ausweichen. Okay, okay, okay. Und natürlich versuchen, ja, dass uns so ein Blitz am Schwert trifft. So, und jetzt aber, genau. Ja, sehr gefährlich. Ah, ich hab's fast geschafft. Immer schön ausweichen, dann klappt das. Okay, okay, okay. Das ist natürlich gut zu wissen. Jetzt konnte ich immerhin noch mal ein bisschen draufhauen. Ich nehme noch mal einen Trank. Immer schön ausweichen. Und natürlich auf die Blitze achten. Jetzt. Yes. Ja, super, jetzt hat er auch seinen Blitz geschossen, ne? Das kann doch nicht sein, oder? Das ist echt hartnäckig, oh mein Gott. Ja, jetzt habe ich eben vergessen auszuweichen. Nicht gut. Das kann doch nicht sein, oder? Krass, auf jeden Fall habe ich ihn zumindest ein paar Mal getroffen. Das kann doch nicht sein, ey. Das kann doch nicht sein, man kriegt ihn so nicht wirklich, oder? Das ist echt schwierig. Und ich würde sagen, ich nehme noch einen Trank. Yes, super. Kann auch sein, dass, nee, dass ich das erst abwehren muss und dann. Das wird, glaube ich, dann schwieriger. Yes! Nein! Wieso kriege ich den Fangstoß da meistens nicht hin? Aber wir haben ihn nochmal gehabt. Okay, okay. Ja, gefährlich. Sehr gefährlich. Und nochmal. Ich kriege den blöden Fangstoß nicht hin. Kann doch nicht sein, oder? Ich habe gerade mal einen Blitz gerade eben gehabt hier. Aber jetzt muss ich natürlich wieder Energie aufladen. Oh mein Gott. Super. Concentration. Kann nicht sein. Jetzt aber, nice. Ich habe endlich den Fangstoß hingekriegt. Kannst du immer noch nicht glauben. Haben wir ihn jetzt geschafft? Sein Schwert verschwindet auf jeden Fall, okay. Ein Menschlein, besiegt von einem Menschlein. Anscheinend haben wir ihn geschafft, beeindruckend. Aber merkt ihr, es ist nicht vorbei. Okay. Mein Hass, meine Dämonen, beides wird ewig bestehen. Es wird nie aufhören.
Ihr beide, mit dem Blut der Göttin und der Mut des Helden, ihr sollt für alle Zeiten verflucht sein. Die Verkörperung meines bodenlosen Hasses wird euch auf Ewigkeit in einem blutigen Meer der Finsternis verfolgen. Okay. Wir haben ihn anscheinend tatsächlich geschafft jetzt. Ich kann das immer noch nicht glauben gerade. Auf jeden Fall krass. Der war richtig, richtig schwierig. Wie wir ja gesehen haben, man muss den ein bisschen trainieren. Aber wie es aussieht, haben wir ihn geschafft. Auf jeden Fall sehr, sehr nice und episch hier gerade. Vernichtung des Todbringers bestätigt. Seine noch verbliebene Essenz ist in das Masterschwert übertragen. Die Versiegelung ist abgeschlossen. Okay, okay. Ja, geil, in dem Sinne. Ah, das war wirklich ein richtig krasser Kampf gerade gegen ihn. Wie ihr ja gesehen habt, 4 Anläufe habe ich gebraucht jetzt, um den zu besiegen, den Todbringer hier. Das hast du gut gemacht, Link. Und Zelda. Danke, Link. Es ist vorbei. Wirklich vorbei. Ja, hätte ich nicht gedacht. In dem Sinne. Nicht übel, ihr beiden. Danke, dass ihr euren bescheidenen Beitrag zur Legende des Helden Bardo geleistet habt. The Legend of Bardo. Okay. War nur ein Witz. Auch du hast eine wichtige Rolle gespielt. Vielen Dank. Ach Quatsch. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Nachdem wir hier fertig sind, will ich endlich in meine Zeit zurück. Das Mütterchen hat sich Sorgen um euch beide gemacht. Wir müssen schnell zurück, damit sie sieht, dass es euch gut geht. Göttin Hylia, ich meine Zelda, ich bin so froh, dass ihr in Sicherheit seid. Gebieter, ich muss dir etwas sagen. Beschützer der als Mensch wiedergeborenen Göttin, Bezwinger des Todbringers, Link, der Held. Meine Bestimmung, dich zu führen, hat sich nun erfüllt. Das bedeutet, Gebieter, hier trennen sich unsere Wege. Wenn du das Schwert wieder in seinen Sockel steckst, ist meine Arbeit getan. Ich werde zurück in einen ewigen Schlaf fallen. Du hast deine Bestimmung meisterlich erfüllt, Gebieter. Bitte bringe das Schwert zurück zu seinem Platz und erfülle so den Willen der Göttin. Entbinde mich nun meiner Aufgabe, Gebieter. Sehr nice. Irgendwie aber auch traurig. Ha!
Link. Meine mir von der Göttin auferlegte Bestimmung war es, dich als Helden zu leiten. Nachdem ich geweckt wurde, war dies die Pflicht, die ich als Dienerin der Göttin zu erfüllen hatte. Aber unsere gemeinsame Zeit ist nun die wertvollste Erinnerung, die ich in mir trage. Link, ich kann die Herzen der Menschen nicht analysieren, aber... Nun, da unsere Reise ihr Ende gefunden hat und ich mich wieder im Masterschwert zur Ruhe begeben muss, beginne ich etwas zu spüren. Ihr Menschen nennt dieses Gefühl Freude. Nun, da meine Bestimmung erfüllt ist, beginnt mein Bewusstsein bereits in Schlaf zu verfallen. Ich möchte dir noch etwas sagen, das mir von unserer Reise besonders in Erinnerung geblieben ist. Du hast es auf deinem Weg oft gehört und nun möchte auch ich es dir sagen. Danke. Mein Gebieter, Link. Vielleicht werden sich unsere Seelen irgendwann erneut begegnen. Sehr cool gemacht auf jeden Fall. Und irgendwie auch traurig, dass Fei jetzt im ewigen Schlaf verfällt hier. Aber Impa, du musst mit uns kommen. Zelda, ihr besitzt Hylias Erinnerung. Ihr wisst doch, ich gehöre in diese Zeit. Ja, aber... Kehrt zurück in eure Zeit. Ich werde das Portal zerstören, sobald ihr hindurchgegangen seid. Aber nach all dem, was wir zusammen erlebt haben, kann ich dich hier nicht allein zurücklassen. Bitte, Impa, komm mit uns. Ich bin durch das Zeitportal gegangen, um euch zu beschützen und die Welt zu retten, wie Hylia es bestimmt hat. Jetzt wird die verbliebene Essenz des Todbringers in diesem Schwert festgehalten. Jemand muss darüber wachen. Er darf nicht wieder erwachen. Er darf die Welt nie mehr bedrohen. Das ist unsere Aufgabe. Wir Shika sind stolz darauf, dass die Göttin uns dafür auserwählt hat. Zelda, das Triforce. Die unendliche Kraft des Triforce ist zu mächtig, um blind darauf zu vertrauen. Nach der Erfüllung seiner Aufgabe muss es vor der Welt verborgen ruhen. Die Göttin Hylia hat mich dies gelehrt, wisst ihr noch? Wir werden uns wiedersehen, ganz bestimmt.
Seht ihr? Ich habe doch gesagt, wir würden uns wiedersehen. Okay. Das heißt, die Hüterin. Impa, ich danke dir. Ja, anscheinend war die Hüterin Mütterchen die Impa, okay. Auch nice, das zu wissen hier. Danke. Ja, das war The Legend of Zelda Skyward Sword HD auf der Nintendo Switch. Ein sehr, sehr geiles Zelda, muss ich hier am Ende dazu noch sagen. Ja, das Ende war natürlich schon mal sehr episch gerade. So, schauen wir mal, geht das hier noch weiter? Ich denke mal schon, dass da müssten ja eigentlich die Credits noch kommen. Ja, die werde ich, wenn sie natürlich kommen, natürlich noch laufen lassen. Ja, wie ich ja eben schon sagte, das hier war das Let's Play zu The Legend of Zelda Skyward Sword HD auf der Nintendo Switch hier auf meinem Kanal. Ja, sehr, sehr episch auf jeden Fall. Hier sehen wir sogar noch im Hintergrund einige sehr schöne Szenen und natürlich... Ja, die Credits in dem Sinne, die ganzen Entwickler. Ja, ich bedanke mich natürlich bei allen, die hier zugeschaut haben in diesem Let's Play. Ja, noch kommentieren werden und kommentiert haben. Vor allem, ja, der Trisomat 3000, der mir hier natürlich sehr, sehr geholfen hat bei dem ganzen Let's Play auf diesem Kanal. Ja, immer sehr, sehr hilfreiche Tipps und Tricks gepostet hat in den Kommentaren und so. Ja, dafür auf jeden Fall hier am Ende nochmal einen sehr, sehr großen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle. Dafür auf jeden Fall, sonst wäre das auf jeden Fall nicht so einfach gewesen für mich. Und wie gesagt, auch an alle anderen, die natürlich noch kommentieren werden und kommentiert haben. Wie der SebastianX2, Andy Live Games. Ja, und alle weiteren, der Kurum, der hier heimlich nebenbei zuschaut, auf WhatsApp ab und zu mal schreibt. Ja, das war natürlich ein sehr, sehr geiles Let's Play auf meinem Kanal. Ja, wir haben noch nicht alles zu 100%, wie ich ja schon erwähnt habe in den letzten Parts. Ich werde das so machen, dass die Bonus-Parts, also jetzt nach diesem Part hier auf Twitch kommen werden, und zwar live, als Livestream. Da werden wir dann noch die restlichen Herzteile einsammeln. Und die restlichen Quests noch erfüllen. Zum Beispiel das mit dem Dämonenonkel, das werden wir natürlich alles dann dort live in Angriff nehmen. Aber das eigentliche normale Let's Play, endet in dem Sinne hier mit diesem Part auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, weiter geht's natürlich dann in den Livestreams auf Twitch. Ja, ich bedanke mich natürlich bei allen, die hier zugeschaut haben. Wie gesagt,
und kommentiert haben, vor allem der Tresomat 3000, wie gesagt. Ja, an ihm geht auf jeden Fall der größte Dank für die ganzen Hinweise und Tipps. So, ich würde sagen, wir schauen uns die Credits jetzt noch zu Ende an erstmal. Ich lasse die weiterlaufen und sollte danach noch etwas kommen, ja, dann schauen wir natürlich, dann werde ich gleich noch etwas sagen. Auf jeden Fall lasse ich jetzt erstmal die Credits laufen, damit ihr diese hier erst einmal genießen könnt. Ja, und wir sehen ja hier noch einige schöne Bilder, die ich natürlich auch noch schauen möchte. Ja, wie gesagt, ein sehr, sehr geiles Spiel und auch ein sehr geiles Let's Play. Das allererste Zelda-Let's Play auf meinem Kanal. Ja, sehr, sehr episch und sehr, sehr geil. Und wir sehen hier jetzt sogar noch eine weitere Szene am Ende. Das ist natürlich auch schon mal cool. Ja, in den Bonus-Parts, die noch kommen werden, wie gesagt, die werde ich ja live machen. Da holen wir uns auf jeden Fall noch die restlichen Sachen, die Herzteile und so weiter. Und werden das Spiel dann zu 100% beenden. Zumindest die Story.
haben wir hiermit auf jeden Fall beendet. Ich wollte immer hierher kommen. Ich wollte das Erdland sehen. Den Wind auf meiner Haut spüren. Jetzt möchte ich hier leben. Den Boden unter meinen Füßen spüren und zu den Wolken aufblicken und das Triforce beschützen. Link, was wirst du nun tun? Oh, gute Frage. Und das Ende. Ja, sehr nice, wie ich ja schon sagte. Weiß nicht, ob jetzt hier noch irgendwas kommt hier. Schauen wir mal, ob ich weiter drücken kann. Doch, da kommt anscheinend noch was. Das Ende wird jetzt wieder weggemacht. Heißt, irgendetwas erwartet uns noch. Möchtest du das Spiel erneut beginnen und dich dem Heldenmodus stellen? Könnte man ja machen und nein, möchte ich erstmal nicht eigentlich. Ja, den kann man jetzt natürlich auch auswählen, den Heldenmodus. Ich mache erstmal auf nein, möchte ich nicht. Möchtest du zum Titelbildschirm zurückkehren, ohne zu speichern? Du kannst den Heldenmodus jederzeit erneut auswählen. Ah, den kann man dann trotzdem auswählen. Okay. Das heißt, der Save State, den wir das letzte Mal hatten, ist auf jeden Fall der letzte. Da werden wir dann auch in den Bonus-Parts weitermachen. Das heißt, wir kehren jetzt hier erstmal zum, ja, Titelbildschirm zurück. Ja, die Story haben wir hiermit beendet in dem Sinne. Das war es mit dem Let's Play zu, ja, The Legend of Zelda Skyward Sword HD auf der Nintendo Switch hier auf meinem Kanal. Ja, wir werden natürlich demnächst dann den Save State laden. Und noch einige Bonus-Parts machen, die werde ich aber live auf Twitch dann übertragen. Ja, die Story haben wir, wie gesagt, beendet und die Bonus-Sachen, die Herzteile, das mit dem Dämonenonkel und die restlichen Quests und so, ja, und so ein Kram, das werden wir natürlich alles live machen dann. Wie gesagt, schaltet dann spätestens, ja, in ein paar Tagen auf jeden Fall demnächst rein auf Twitch. Ja, sobald das losgeht, folgt mir dort auf Twitch, dann werdet ihr das natürlich auch sehen, wenn ich live gehe. Ich werde das natürlich auch vorher ankündigen dann. Lasst auf jeden Fall ein Like da, einen Daumen hoch in dem Sinne, ein Abo, wenn ihr neu seid auf diesem Kanal. Und dann würde ich auch schon sagen, bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer Nobeldecker86. Ciao.